Da lang, da lang, da lang, da lang. Ja, genau. Die Quest, die besser durchdacht wurde. Nämlich, wir stellen uns vor das Haupthaus der Garde, locken ein paar der Wachen weg und prügeln uns einfach durch. Also ja, wir sollen uns reinschleichen. Aber ihr glaubt doch nicht wirklich, dass wir uns da reinschleichen und nicht kämpfen müssen. Das wird ein Dungeon sein wie jeder andere, nur dass die Texturen die von einem Dingens sind. Vom Gardehaus. Hier, wir wollen nach Kassel. Jo. Also ja, es ist für mich immer noch ein gutes Spiel. Also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Aber gerade ein paar solcher Sachen, da hätten sie andere Leute einstellen sollen. Also jemand, der sich ein bisschen mehr mit der Spielwelt auskennt oder der einfach nur sagt, halt, so müssen wir das nicht machen. In der Spielwelt geht das so und so und so. Das ist alles kein Problem. Elendsviertel da. Und ruhig ein paar mehr verschieden aussehende NPCs. Ich sehe immer den Typen, ich sehe immer die Frau. Und das Spiel ist jetzt nicht mehr in einer Pre-Alpha, Alpha oder Beta. Das ist schon voll released und hat auch schon sein erstes Add-on bekommen, schon vor einer ganzen Weile. Da könnten sie ruhig nochmal sowas nachschieben. Na gut, ich mecker wieder zu viel. Da. Schwarzgardisten-Hauptmann. Da stellen wir uns jetzt vor. Und es ist ja nur meine Theorie, dass wir jetzt einfach nur darauf zulaufen und der gleich in Ablenkung kommt. Eventuell müssen wir auch wirklich durch die Kanalisation rein. Aber so hatte ich das nicht gelesen. Ich hatte gelesen, dass sie für eine Ablenkung sorgen. Wir gehen da rein. Und wenn wir rausgehen, sollen wir durch die Kanalisation gehen. Ja, na gut, gucken wir. Wollt ihr die schwarze Garde betreten? Was, wollt ihr der schwarzen Garde beitreten? Nein, nicht wirklich. Hauptmann, jemand hat die Kaserne in Brand gesteckt. Was? Nehmt ein paar Männer und kümmert euch augenblicklich um das Feuer. 30 Männer begleiten mich, bewaffnet und vollständig gerüstet. Wir finden heraus, wer das getan hat und lehren ihn, den Zorn der schwarzen Garde zu fürchten. Er scheint euch vollkommen vergessen zu haben, da er euch Befehle brüllen stehen lässt. Es wird schlimmer. Es wird immer schlimmer. Wir gehen jetzt da rein. Er hat keine Wache vor der Tür gelassen. Und ist einfach weggelaufen wie ein 12-Jähriger, der jemanden verprügeln will. Okay, Kerker von Kassel rein da. Und hier müssen wir jetzt Falaga finden. Falaga, wie gesagt, aus Teil 6 und 7 bekannt. Und natürlich sind noch Wachen drin. Hallo. Das heißt, wir haben nur den Hauptmann und ein paar Wachen vorne. Okay, und 28 andere Männer noch rausgelockt. Also werden immer noch viele hier drin sein. Ich weiß nicht, ob es auf die 30 Mann jetzt noch angekommen wäre. Wenn die alle in der Reihe gestanden hätten, hätten wir das hier gemacht. Dann wären alle 30 tot gewesen. Du Giftsprüher. Ja, nochmal Giftsprüher. So, die sind richtig gut machbar. Wir sind eventuell sogar schon ein bisschen zu spät hier angekommen. Giftwolke. Oh, das ist absichtlich ein wenig einfacher, damit man... Oh, das ist absichtlich ein bisschen einfacher, damit man sofort mit der Hauptquest durchrushen kann, wenn man es denn möchte. Wenn man keine optionalen Sachen machen will. Du da hinten, komm mal her. Wir haben hier eine schöne Giftwolke für dich. Danke. Wow. Kritzel. Weg. Sehr schön. Du trinkst die kleinen Tränke weg. So. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Oh, okay. Vielleicht habe ich da auch was unterschätzt. Vielleicht hätte man sich wirklich vollkommen reinschleichen können, ohne eine einzige Wache zu finden. Und ich hätte vielleicht nicht gleich die Räume am Anfang untersuchen sollen, weil es halt wahrscheinlich Gardistenräume sind. Aber hier ist eine Tür abgeschlossen. Das heißt, wir müssen an den Seiten was machen. Gucken wir mal. Komische Nische.
Direkt mach mal Licht. Hallo? Bist du ein Niedermand? Nein, du bist ein Elite-Dunkelzauber. Nicht mehr lange. Oh. Dolana ist verwirrt. Und zwei von denen. Okay, du machst erstmal Schutz. Du machst eine Heilung. Du hast dafür einen Zauber, oder? Ja. Aber du darfst nicht mehr zaubern. Ja, okay, du schützt dich. Du schützt die Gruppe. So, du schwallst sie da hinten an. Du Fürsorge? Nein. Hattest du nicht auch einen Zauber bekommen? Bewusstsein, schlafendes Mitglied? Nein. Eisring, Eiskerker. Eiskerker können wir auf den da hinten mal sprechen. Alle Feinde werden zahm. Nur direkt benachbarte Feinde greifen euch 5 Runden lang an. Okay, mach mal. So, der da hinten ist jetzt zahm. Du schützt dich. Du guckst nach dem Zauber, um Talana zu befreien. Hellsicht, Windschild, Lichtabwendung, reinigendes... Wiederaufweckung ist schick. Aber das meine ich gerade gar nicht. Heilen. Irgendeiner hatte noch einen Spruch bekommen, um Verwirrung aufzuheben. Hebt alle Flüche auf. Nee. Warum greifst du uns an? Du bist nicht direkt benachbart. Na gut. So und so. Du kannst... Was? Ja, ja, das bringt nichts. Feuer und Eis und... Haben wir für einen Trank? Ja. Schutz. Talana ist nicht mehr verwirrt. So. Auch wenn ich mir trotzdem sicher bin, dass wir dafür eigentlich einen Zauber hatten, aber ich will jetzt töten. So, die 5 Runden könnten auch bald rum sein. Das müssen wir auch gleich erneuern. Komm schon. Talana ist verwirrt. Okay, wir gehen noch mal kurze Zauber durch. Das ist für Schlafende. Wasserabwendung. Regeneration, Giftheilung. Erdabwendung, Giftwolke. Nee. Sie jetzt nicht. Sie hat es, da bin ich mir relativ sicher. Ja, klarer Verstand. Das heißt, Tirik hat es dann? Weil er ist der Einzige, den ich noch nicht durchgeguckt habe, zaubertechnisch. Flüche. Naja. Tirik, zeig mal deinen Zauber. Das da müssen wir gleich widersprechen. Gefahren sind Feuerschwall, Feuerschild. Nö. Alle Gruppenmitglieder werden durch den Feuerschild geschützt, der angreifenden Feinde Schaden zufügt. Schutz. Weg mit ihr. So, die sind jetzt wieder wach. Du trinkst jetzt einfach einen von den Tränken. Schutz. Autsch. Schwall. Du brauchst einen Trank. 150 ist okay bei dir. Bei dir brauchen wir ein bisschen mehr. 300. Da. Und du machst einen Kettenblitz. So, du machst einen neuen Schutz. Du machst eine Heilung. Du machst einen Schutz gegen alles. Du machst einen Schutz. Das war eine sehr defensive Runde. Du machst einen Schwall. Du machst Schaden, du machst Schaden, du machst nix. Tirik ist verwirrt.
Du? Klar, verstanden. Tirik. Tirik braucht Mana. 300. Ja, du kriegst mal einen großen. Da haben wir 43 Stück von. Wir waren wirklich gut im Einkaufen von Zaubertränken. Kann man nichts sagen. Dunkelzauber wirkt Säuberung. Nee. Okay. Schaden. 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 Plong. Nee. Okay, nur Single-Target-Zeug. Single-Target, Single-Target. Der hält zwar gut was aus. Das dauert jetzt... Wow. Dauert jetzt eine Weile. Aber besser als zu viel Mana zu verschwenden. So, weg, 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 weg. Okay. Schlafen. Was haben wir hier? Können wir das benutzen? Das sieht... Oh ne, ist einfach nur eine... komische leuchtende Suppe mit Knochen drin. Kein Schlüssel. Kein... Oh, Secrets. Secrets müssen wir erstmal nochmal gucken. Also alles nochmal abgucken. Nee, okay. So, das war jetzt ein Raum. Du... Punkte verteilen. Vitalität. Mana, Mana, Magie. Du... Magie, 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 Magie. Oh, du hast schon 8 Punkte, okay. 4 auf Magie. 4 auf Vitalität. Du... Nicht Macht. 2 Magie, 2 Vitalität. So, andere Seite. Also im Durchschleichen wohl doch nicht. Man muss sich wirklich durchtöten, um irgendwie in den Schlüssel zu kommen, um da weiterzukommen. Und das ist ja auch ganz okay. Wir wollen ja auch Erfahrungspunkte haben, wir wollen ja auch Loot haben. Und das sind eh böse Jungs. Oh, Klarheitstrank, sehr schön. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Küche. Ah, noch ein Klarheitstrank. Das ist schön, dass man immer auf genau die Tränke trifft, die man in dem Dungeon braucht. So ähnlich wie die Gegengifttränke im Spinnendungeon ganz am Anfang. Und warum? Mach einen Schritt zur Seite. Oh, hallo Jungs. Du Schwalbig. Du trinkst einen von den neuen Tränken. Du machst einen Schutz. Und du wartest, damit Talana dich nächste Runde entwirren kann. Du. Entwirren. Sie. Du haust, du schwallst. Du giftwolkst. Blitzkombo. Schutz. Schwall. Gift. Und weg. Hey, nicht widerstehen, das ist unfair. So, Magier sind da. Ihr bekommt Gift. Du machst Schutz. Du machst Giftwolke. Kettenblitz. Und Schutz. Auch wenn die den Schutz bestimmt gleich wieder aufheben. Schutz, Gift, Kettenblitz. Ah, die widerstehen viel zu viel. So, du heilst uns bitte. Kettenblitz. Hauen. Schwall. Oh, sehr schöner Crit. Kaputt. Weg, weg. Hey, weg. Stufe in Schmugglerjacke gesteigert. Okay. Ich hätte trotzdem ganz gerne den Schlüssel jetzt. Oder einen Schalt. Ah, die Tür geht von hier auf. Irgendwie. Du mach nochmal Geheimnisse entdecken. Mehr Loot. Die Tür ist einfach nur zu.
Okay. Das heißt, es bleibt nur noch eine einzige Tür übrig. Die direkt am Eingang links, wenn man vom Eingang kommt. Und du trinkst bitte die kleinen Trinke leer. So. Ha, diese Tür scheint woanders gesteuert zu werden. Achso. Der Eingang ist hier. Die Tür ging nicht auf. Ich muss irgendwo einen Schalter übersehen haben. Du mach nochmal den sauber. Kleine Kiste, da kann man... Ah! Du? Wow. Wow. Was schön, dass ich selber heilen kann. Lalala. Das wird langsam ein bisschen knapp. Halt lieber zweimal. Au. Oh. Ah, geschafft, okay. Wir. Au. Oh. Nur in Anführungszeichen ein Fass. Schade. Okay. Geheimnis entdecken ist noch aktiv. Wir gehen jetzt einfach jeden Raum noch einmal durch. Da. Und gucken auch auf die Wände. Weil vielleicht müssen wir gar nicht Geheimnisse entdecken machen, um das zu finden, sondern einfach nur genau hingucken.